Also man darf einfach sich durch nichts beeindrucken lassen, ja, und vor allem nicht, ja, ich meine, es ist nicht ohne, aber dennoch, ich vergleiche das immer irgendwie mit diesen Hobbits, ja, die diesen, in dem Fall, in dieser Geschichte, dieser Ring der Kraft, der Macht, der sie alle knechtet und alle bindet. Und letztendlich sind es so, ist es so ein unscheinbares kleines Völkchen, das dann wirklich diesen Ring vernichten kann, irgendwie, ja. Der es schafft, sozusagen, sich in der Hinsicht so als Teil eines funktionierenden Rädchens zu sehen, dass es das einfach schafft und nicht diesem Ring verfällt, der ihm alles Mögliche verspricht in dem Moment, ja, der diese ganzen Emotionen erweckt und so. Nichts anderes ist das hier doch, ja. Und ich denke, der Mensch ist in der Hinsicht jetzt in diesem Momentum, in diesem Märchen, in dieser Geschichte, die da gerade abläuft, einfach eben hat eben diesen Part, dass er sich davon jetzt befreien kann.